Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit einer neuen feurigen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz feurig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr da draußen dieses Spiel hier gewinnen wollt, egal ob für die PlayStation, Xbox oder PC, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Tja, ich bin einfach viel zu gut. Hallo Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ich muss, Kumpel, ich muss. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay, bedeutet, ich muss jetzt alles einmal hier draufhauen, was geht. Das war interessant. Nein, wie? Was ist der nächste Zauber dann? Das hier? Leviosa. Das hier? Dann beim nächsten Mal. Okay, wirke alle Zauber. Gib nicht auf. Hier, ich wirke meinen Zauber und dann... Ach so, einfach draufzaubern. Ich dachte, er will irgendwas anderes. Sehr schön. Da habe ich mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Ist ja super easy. Sehr gut gemacht. Levioso. Akio. Gut so. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Okay, wir haben es abgeschlossen. Angeblich ist das ja hier so ein illegaler Club, ne? So ein illegaler Zauberclub. Duelle. Abgeschieden von den Unterrichtssälen. Und trotzdem sagt die Lehrerin, ey, bevor du hier so einen super gefährlichen Feuerzauber lernen willst, mach da lieber mal mit. Geh mal lieber in den Bad Boy Club und hab da mal ein bisschen Spaß mit deinem Zauberstab. Und trainier ein bisschen an der guten alten Übungspuppe. Warum klebten die so? Magie? Klebemagie? Okay. Gut, aber... Wir lernen jetzt den Feuerzauber. Moment, er will nach oben. Wir lernen jetzt gemeinsam den Feuerzauber. Diese Augen. Diese ekelhaften Glubschaugen. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ich gebe mir äußerste Mühe, Frau Lehrerin. Gut gemacht. Okay, jetzt muss ich tauschen. Dann machen wir ihn hier rein, oder? Ja. Ich finde, den brauchen wir am seltensten. Oder was meint ihr? Ja, doch. Machen wir so. Sehr gut. Läuft doch. Läuft doch richtig, richtig gut.
So, wir müssen zurück zum Prof. Bei dem Namen Fig muss ich immer an Figgis denken. Aus... Ach, wie heißt es denn hier? Archer. Geile Serie. Sehr, sehr geile Serie. Für mich eine der besten Serien im Cartoon-Bereich, Animationsbereich, die absolut unterschätzt wird. Die muss sich vor South Park, Family Guy, Simpsons und so weiter überhaupt nicht verstecken. Die ist richtig, richtig stark. Und er pennt wieder auf dem Teppichboden. Da sind sie ja. Oh, morgen. Oh, mein Rücken, Alter. Oh. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fig! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Oh Gott, Professor, das klingt ja wirklich schrecklich. Was ich ertragen muss. Es klingt, als würde er vom alten Black übers Knie gelegt werden und den Hosenstall versohlt bekommen. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ist es klug, so auf eigene Faust ohne den Professor jetzt in die verbotene Abteilung? Ich meine, die verbotene Abteilung klingt absolut verführerisch. Ich will da unbedingt rein. Wer will es nicht, ne? War das ein Schlüssel? Nee, das ist einfach nur der Sound, ne? Wenn man den Zauber hier wirkt. Ja, wer will nicht in die verbotene Bibliothek? Skelett eines Augurei. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augurei. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Süß. Wirklich absolut süß. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst.
Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Danke, Sebastian. Bis später dann. Also mit Gewalt könnte ich mich gegen sie behaupten, denn immerhin bin ich ein Meister der Magie. Okay, da sind wir wohl, ha? Huh? In den Hallen der Bücher. Poltergeist, das wäre mein Job. Da sehe ich mich. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Ich hätte gerne so einen Tarnumhang. Oh, komm, gib Gas. So, wir müssen wieder Blatt schaffen. Wo bist du denn? Hier. Den mache ich einfach mal hier hin. Alright. Gut. Ich gehe erstmal so. Ich weiß gar nicht, wie lange hält der denn? Okay. Oh, oh, da oh, ich habe nicht gesehen, dass da jemand ist. Okay, ich habe es versaut. Ich habe nicht gesehen, dass da jemand steht. Ich dachte, nur die beiden da unten stehen. Ja, gut. Die Lady war selber getarnt, okay? Die hat sich nämlich chamäleonartig an die Umgebung angepasst. Wie lange hält wohl der Zauber? Ganz leise. Wir dürfen anscheinend auch nicht zu nah ran. Okay, schnell hier durch. Tja, aber wie öffnen wir eine Tür? Ich meine, wir sind ja nicht unsichtbar. Ich verwirre sie mit der Macht des Brunnens. Ein Geisterbrunnen. Buh. Okay, funktioniert nicht. Oh, sie ist weggegangen. Jetzt öffnet sich eine Tür. Das ist gar nicht auffällig, ne? Gar nicht auffällig. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Und die wandert jetzt auch hier umher. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Gut. Tja, für alles gibt's halt auch noch einen Antizauber, ne? Es gibt für alles auch noch einen Antizauber. Okay, geht's jetzt weg? Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Alright, meine Chance. Der Schlüssel. Hier ist er. Oh nee, sie kommt zurück. Okay, jetzt aber schnell.
Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay, die alten, abgeranzten, ledrigen, das sind die guten, ne? Das sind die guten Bücher. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus LT verleiht dir präzises Anvisieren und enthüllt zusätzlich Ziele für deinen Zauber. Geist, sei vorsichtig. Okay, wo ist der Geist? Mann, die haben wirklich Geisterwachen, die Schweine. Enttarnt mich das? Jetzt aber flott. Okay, hier drüben ist auch noch ein Geist, aber der ist noch umgedreht. Hat für beide funktioniert. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Kann ich jetzt Ruhe ins Auge schießen? Nö, juckt sie null. Revelio. Also wenn ich sowas könnte, mit einem Zauberstab einen Globus zum Beispiel zum Drehen zu bringen, ohne ihn zu berühren, dann, ich glaube, ich würde es dauernd machen. Ich würde alles irgendwie antwiggeln. Okay, die Statue hier drüben haben wir jetzt schon öfters gesehen. Was kann die? Was ist die wichtig? Oh, cool. Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ja, aber Peeves... Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ist doch so viel schneller. Gegen den haben wir überhaupt gar keine Chance. So, Reparatur machen wir mal. Ja, auf X jetzt. Repar. Hat der Poltergeist die da runtergekickt? Revelio. Wahrscheinlich. Oh, wir gehen tiefer hinein in die verbotene Abteilung. Die noch verbotenere Abteilung. So verboten, dass sie schon wieder erlaubt ist. Natürlich. Spuren alter Magie. Lumos. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war es. Und da wollen wir rein, ohne den Professor, in dieses mysteriöse Portal. Ich sag jetzt, wird alles immer verbotener und noch verbotener. Wo führt sie wohl hin? Oh. Oh. Nachtgewand des Wahrheitsfinders. Endlich mal eine Truhe, die wir wirklich aufmachen dürfen. Tja, jetzt bin ich gespannt. Wo führt es hin?
Wo bin ich hier gelandet? Lumos. Revelio. Okay, wie komme ich hier rüber? Lüfte das Geheimnis in der Vorhalle. Was ist das hier oben? Ah, ich bin so verdammt Lumos. Gut im Lüften. Der absolute ja Königslüfter. Das sind Wachen. Was ist das hier? Oi! Wow! Incendio! Bam! Okay, das Ding hat Cooldown. Aber wir sind mega strong unterwegs. Wow. Okay, da glaube ich, muss ich hier mal rausrollen. Incendio. So, ihr Wachen. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Cool. Sehr, sehr cool. Revelio. Lumos. Okay, noch mehr Dudes. Alright, let's go. Incendio. Oh, da war ich zu slow. Lumotego. Putz. Und vernichtet. Easy. Easy peasy. Okay, ich kann hier wahrscheinlich wieder drauf shooten. Ha, aber was machen wir hier? Warte mal. Wir hauen mal den hier. Hier rein. Kann ich hier ranziehen? Akio. Lumos. Nope. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die rankomme. Ich weiß es nicht. Aber ranziehen geht nicht. Oh, wow. Oh, wow. Oh mein Gott. Pures Glück, Leute. Nein, natürlich. Skill. Alles Skill. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Alles Skill. Okay, 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 okay. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Warte, hat sich da drüben was verändert? Wait a moment. What? Oh, 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 okay. Okay. Was nun? Lumos. Okay, wenn ich da drauf shoote. Okay. Ja, aber wie kriege ich die andere Kiste? Was da drin? Oi! Was Gutes. So. Na gut, Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!